meine Damen und Herren. Dann machen wir weiter. Ich habe mal gerade geguckt, wann ich meinen letzten 12-Stunden-Stream hatte. Also ich hatte jetzt natürlich jetzt von Freitag auf Samstag ein. Ich habe noch einen Hochladen, aber mein letzter 12-Stunden-Stream war vom 25.11. laut Twitch. Hochladen glaube ich am 29.11. und aus dem Livestream von 25.11. also vor 5 oder vom 24. auf jeden Fall vor 5 fucking Monaten. Ja, das ist klar. Gehen wir erstmal dahin. Och, bitte nicht. Vielleicht mache ich das so, dass ich vielleicht pro Quartal vielleicht ein 12-Stunden-Stream vielleicht mal hinlege oder sowas. Also maximal 4 im Jahr. Weil normalerweise ist meine Streamzeit irgendwo zwischen 4 bis 8 Stunden durchschnittlich. Wenn ich mal streame, ein Let's Play ist natürlich da komplett anders. Let's Play kann man mehrere Stunden sein. Okay, ich sag da hoch, okay. So, ich weiß halt, wie ich da hochkomme, so ist es ja nicht. Tricky Stellen nehme ich schon mal raus. Also sonst
wüsste ich nicht, wie man da kommt. Natal kann man von irgendwo mit einem Gleitschirm vielleicht langfliegen, sicherlich. Aber so geht's, glaube ich, auch. Auch wahrscheinlich kam keiner noch nicht auf die Idee, das vielleicht mal so zu probieren. Digi, bin ich zu früh? Ich bin zu früh, ne? Ah, ich bin zu früh. Hallo, ja, lass doch mal. Digga! Ja, danke, Spiel. Jetzt darf ich wieder rausgehen und neu laden. Geil, Diggi. Techland, fixt euer fucking Game, Diggi. Das Spiel ist zwei fucking Monate auf dem Markt. Aber diese Scheiße noch nicht gefixt, Diggi. Lächerlich. So eine Fehler dürften gar nicht passieren erst, dass man sich irgendwo festbackt. Also kriegt das Spiel schon mal negative Kritik. Für die, die jetzt gerade gucken, kauft das Spiel nicht. Allein schon wegen dieser Scheiße. Und stell dir mal vor, ihr seid gerade irgendwo drinne und in der Mission und hängt genau denn an so einer Pissstelle fest, weil der meint, eher an die fucking Wand laufen zu müssen. Digga, der muss das Spiel das besser mal, müssen das besser reinkriegen. Dass er nicht gleich direkt, oh, ich muss an der Wand laufen, obwohl man noch nicht mal gefühlt an der Wand dran steht. Digga, und bring mich nicht immer zum Inventar, Digga, wenn ich das letzte Mal die scheiß Karte aufgerufen habe. Bastard! Du bist die U-Bahn-Station. Muss ich jetzt überhaupt genau auf das Gebäude? Nein, ich muss dran vorbei. Bist du zu dämlich, da hoch zu jumpen? Ja, wahrscheinlich falsche Richtung. Was ist das gerade für eine Logik? Mann, lass doch mal los! Ja, komm, Diggi. Diggi, was ist das für eine Logik? Der zieht doch nicht mal so hoch. Ich muss das Pistol wahrscheinlich nehmen.
Hallo! Digga! Lächerlich, Diggi, lächerlich. Meine Fresse, ja genau, du springst 30 Meter nach vorne, Diggi. Wie früher. Henny, ich bin nicht. Frierst du nicht, mein Schatz? Du konntest dich noch nie richtig anziehen. Ich weiß noch, wie du damals an der Vorschule deine Unterhose auf dem Kopf getragen hast. Tut mir leid, aber sie müssen mich mit jemandem verwechseln. Wurde auch Zeit, dass du zurückkommst, Henny. Ich fühle mich heute ein wenig indisponiert. Warum stehe ich überhaupt hier? Ha, hilf mir doch bitte, Henny. Es tut mir leid, ich bin Aiden. Aiden. Und ich muss wirklich weiter. Tabletten, die meinte ich. Du solltest mir meine Tabletten mitbringen. Sie sind mir heute Morgen ausgegangen und mein Kopf ist irgendwie völlig benebelt. Ich möchte ja gerne helfen, aber okay, mal sehen. Es wird keinen Spaß machen, mich zu töten. Wo bewahrst du diese Tabletten normalerweise auf? Unwichtig, Henny. Du solltest mein Rezept bei der Apotheke einlösen. Die Apotheken sind derzeit nicht wirklich geöffnet. Mein Gott, ich habe alles vergessen. Ah, ich weiß. Diese netten Jungs sind heute Morgen zum Kaffee vorbeigekommen. Nein, zum Tee war es. Und sie haben mich... Das heißt, ich habe ihnen mein letztes Fläschchen geliehen. Sie hatten so lustige Masken auf. Du wurdest von Abtrünnigen ausgeraubt? Ah, ja. Ich meine, so haben sie sich genannt. Aber das waren so nette Jungs. Keine Sorge, Omi. Ich bitte diese Jungs, es dir zurückzugeben. Wo sind sie danach hin? Irgendwo dort drüben. Zu diesen verlassenen Wohnungen hinter mir, glaube ich. Schätzchen, ihr Jungs sollt nicht so viel Unsinn zusammen machen. Ich warte mit einer heißen Tasse Tee am Windrad südlich des VNC-Turms. Oh!
Also sind sie hier. Omi mag vielleicht verwirrt sein, aber bei ein paar Dingen funktioniert ihr Gedächtnis noch. Hoffentlich helfen diese Tabletten ihr. Geh doch hoch. Hier, bitteschön, gute Frau. Ich meine, Omi, ich hab die Tabletten. Du hast dir Zeit gelassen, Jerry. Musstest du dich nach der Arbeit wieder auf ein Bier mit Freunden treffen, hm? Du hättest mir vor der Hochzeit sagen können, dass ihnen dein Herz gehört. Nun, hier ist dein Tee. Siehst du, was du für eine Ehefrau hast? Nein, ich bin nicht dein Ehemann, erinnerst du dich? Ich bin dein Enkel? Verdammt, jetzt bin ich verwirrt. Nimm die hier, bitte. Die sollten helfen. Das ist lieb von dir, dass du sie mir gebracht hast, Aiden. Warte, du erinnerst dich also an meinen Namen? Du weißt, wer ich bin? Ich... Oh Mann. Oh, in Ordnung. Ich habe bei meinen Gedächtnisproblemen vielleicht einen Hauch übertrieben. An diese Epidemie gewöhnt man sich. Sogar an die Infizierten. Aber an die Einsamkeit? Niemals. Warum sollte ich überleben, wenn ich mein Leben mit niemandem teilen kann? Und du? Lebt deine Großmutter noch? Schaust du zum Tee bei ihr vorbei? Ich hatte nie eine Großmutter. Wirklich? Dann weißt du nicht einmal, was dir fehlt. Ich kenne so viele Geschichten. Möchtest du sie hören? Eigentlich nicht. Ich... sehr gerne. Schau vorbei, wann immer du magst. Und ich freue mich darauf, sie dir zu erzählen. Die Menschen bringen so viel Schmerz über sich selbst, wenn sie zu viel vom Leben verlangen. Und das Leben ist so... Ja, den können wir erstmal wegnehmen. Da komme ich, glaube ich, gar nicht rauf, oder? Wieso komme ich da nicht hoch? Okay. Hallo, zieh doch mal rüber hier. Geht. Ist das nicht für ein Regenrohr? Oder muss ich da hoch?
Ich muss rechts hoch. Komme ich wahrscheinlich aber auch nur wieder über so einen missgestellten Pissweg wahrscheinlich. Mich erst rein. Oh, den könnte ich vielleicht da hochlaufen. So, ich komme da gar nicht hoch, okay. Oh Gott, wieso macht er einen Schritt nach rechts? Nein! Digga, mach doch mal eine Optik, dass es nicht so aussieht, dass man da hochspringen kann, ihr Fotzentwickler, Diggi. Das sind Tode, die unnötig sind. Und jetzt spawnt er mich wieder irgendwo am Arsch der Welt. Meine Fresse, jetzt muss ich erstmal. Vielleicht sogar auf dem Gebäude. Ich bin sogar auf dem Gebäude. Wir müssen nur aufpassen, dass wir beide dasselbe sagen. In letzter Zeit ist viel passiert. Ist mir auch aufgefallen. Meinst du, es liegt an den Abtrünnigen? An wem denn sonst? Wer weiß, was sie da oben vorhaben. Huch. Ich hätte gern da oben komplett drauf gewollt.
Ja, lässt er mich dann wahrscheinlich nicht. Ja, meistens ist die oberste Stelle immer vom einfachsten. So, da muss ich hin. Ich kann ja mal von hier aus gucken, ob das ein verseuchtes Gebiet ist. Also hier unten ist es noch in Ordnung, aber da hinten beginnt genau das Seuchgebiet. Also alles, was gelb ist, ist verseucht. Ich will nicht gerade, was sagt die Uhr? 14:23. Ja, weil sonst hätte ich gesagt, ich mache vielleicht unten noch den Dings durch. Den hier, den Ding, aber ich, sonst... Gibt es noch Ziegen? Nice. Machen wir jetzt mal eine Story-Mission nach 5 Folgen. LeJuan, du hattest recht. Nur noch Ruinen. LeJuan? Major Matt, hier ist Aiden. Aiden, gut Sie zu hören, mein Sohn. Sie sagten, dass Sie mir vielleicht helfen könnten. Ich wüsste gerne wie. Nicht über Funk. Kommen Sie zum Schiff. Zum Hauptquartier. Ich werde selbst bald dort sein. Okay. Au, was? Nice. 30 Jahre später. Oha, wer ist das? Oh, was war? Lass uns bloß von hier verschwinden, Greg. Hey! Komm nicht näher! Was ist passiert? Habt ihr mich gerade gerettet? Was zum Henker ist hier passiert? Willkommen an Bord. Ah, da habe ich jetzt drüben einen frei. Springen, klatschen. Ich kann auch. Nur der geht nur nach da unten, beziehungsweise nach da. Und der geht. Von da Genickbruch und stechen und was willst du runterziehen?
komm, nehme ich den. Dude. Fühlt sich Falle. Nice. Diggi, wieso bin ich jetzt hier oben? Okay, er muss eh in die Richtung. Oh, der war knapp. Was, ich soll jetzt wieder runter? Hallo? Ach ja. Du willst mich doch veralbern. Hat noch wer diese Der ist gerade geflogen, ist keine Ahnung. Sorry, Leute. Das hier wird Gegner. Servus. Dich kenne ich nicht. Wo kommst du her? Kein Rumlauf. Halt! Biomarker! Hier. Melde dich bei Maya im Kommando. Der Commander ist auf dem Weg zurück. Danke. Prüfe regelmäßig deine Infektion. Und dann habe ich mit dem in einem Jahr wirst du Corporal zu mir sagen. In einem Jahr kniest du nieder und lutscht meine Bälle, Bitch. Für mich ist das das reinste Vergnügen. Hey, wo ist die Zentrale? Dort. Na schön, Männer. Wir kümmern uns um die UV-Lampen und kehren zur Basis zurück. Sollte alles rund laufen, schnell und einfach.
Los, los, los. Ich habe ein Problem, oder? Nee, doch nicht. Die haben schon zwei unserer Lager angegriffen. Wir tun alles, um euch zu bewaffnen. Wenn nötig, intervenieren wir. Wenn ihr eingreifen könnt, warum haut ihr dann ab? Das ist Schwachsinn. War dein Vater nicht ein berühmter Kriegsheld? Ich wette, er dreht sich gerade im Grab. Pass auf, was du sagst, Zivi. Die Situation ist überall hart, das weißt du. Bist du auf Arbeit? Ah, du. Ich kenne dich doch aus der Kantine. Ja, ist wohl so. Du weißt, der Kampf in der Kantine? Kann sein. Keine Sorge. Du kannst echt deinen Mann stehen. Das respektiere ich. Aiden, stimmt's? Der Commander will, dass du zu unserer Gruppe gebrieft wirst. Missy heißt dich willkommen. Wer ist Missy? Das ist der Name des Schiffs, auf dem du hier stehst. Es spielte während der Revolution eine entscheidende Rolle. Die Missy sollte Medikamente, Masken und andere wichtige medizinische Ausrüstung ausliefern und dann heimkehren. Aber da gab es schon keine Heimat mehr. Sie und die Besatzung konnten nirgendwo mehr hin. Und jetzt? Jetzt dient sie als PK-Hauptquartier und Kommandozentrale. Alle Befehle und Anordnungen kommen von hier. Schlau, einfacher zu verteidigen als ein Gebäude. Ganz genau. Was wollten diese Überlebenden? Meinst du unseren kleinen Streit? Sie wollen, was alle wollen. Sicherheit. Was ich verstehe. Aber wir müssen das große Ganze im Auge behalten. Und es nervt mich echt, wenn Leute meinen Vater erwähnen. Es geht mich ja nichts an, aber was ist denn mit deinem Vater? Ach, schon wieder. Da du neu hier bist, erzähle ich dir die Kurzfassung. Klassische Geschichte. Rettete ein paar Soldaten, einige Zivilisten und bekam eine Medaille. Wann war das? Ist lange her. Damals, als die Leute nur gegeneinander kämpften und nicht auch gleichzeitig gegen Infizierte. Bist du wegen ihm zum Militär gegangen? Im Grunde ja. Er muss stolz gewesen sein. Klar. Warum auch nicht? Wo ist Matt? Im Feld. Er ist in Old Villador auf eine Spur gestoßen. Du musst warten. Siehst du die Tafel da? Es gibt Unmengen zu tun und mir fehlen Leute. Willst du uns unter die Arme greifen? Wir zahlen gut. Sanitäter, schnell! Scheiße, das ist Major Matt. Irgendwas ist passiert. Mach Platz! Zur Seite! Er verblutet! Scheiße, Peter sieht gar nicht gut aus. Bringt ihn zur Krankenstation und ruft die Sanitäter! Wir müssen ihn retten! Halten Sie durch, Aether. Wir lassen Sie nicht hängen. Hören Sie? Auf geht's. Hoffe lieber, dass Aether überlebt. Wir haben zu viele Leute in Old Villador verloren. Jack wird alles unternehmen, um herauszufinden, wer das war. Hast du gehört, was beim Bazar passiert ist? Chaos und Gewalt. Was passiert, wenn es keine Gesetze gibt? Ich habe schon alles ausprobiert. Nichts. Nein, Steven. Kein dreckiger Kräutersammler entscheidet über das Schicksal meines Mannes. War dein Medizinabschluss dafür, um magische Heilmittel bei Quacksalbern zu suchen? Hör zu, wir haben keine Medizin. Kräuter sind unsere einzige Chance. Mein Mann hat jahrelang für dich gekämpft. Du musst Medizin für ihn beschaffen. Nicht irgendwelche Kräuter, die ihn vergiften könnten. Kommt, gehen wir, Kinder. Wie geht's ihm? Aether ist stark. Aber er braucht Medizin. Und die haben wir leider nicht. Wir haben alles getan, was wir konnten mit unseren Mitteln. Nach dem Chemieangriff wurden einige Pflanzen zu Heilpflanzen. Sie funktionieren wie Antibiotika. Aber dennoch, die Leute hier halten nicht besonders viel von Heilern. Aber man kann es ihnen nicht verübeln. Die Volksheiler geben zuverlässigen Rat, aber er lässt sich nur schwer richtig befolgen. Wenn man etwas vergisst, das falsche Kraut sammelt oder die falsche Dosierung verwendet,
Da verabreicht man Gift anstelle von Medizin. Ist schon oft genug passiert. Denn wenn jemand einen der Schritte des Rezepts vermasselt, könnte ihn das töten. Genau. Aber es reicht, den Anweisungen der Heilerin genau zuzuhören und sie zu befolgen. Die Kräuterkundige, die ich kenne, ist talentiert. Sie ist Aethers einzige Hoffnung. Was hat deine Frau dann für ein Problem? Aberglaube stirbt nur langsam aus. Margaret hat überall vielen Leuten geholfen. Manche wollen es nur einfach nicht zugeben. Ich denke, ich kann helfen. Du würdest uns einen großen Gefallen tun. Was in Old Villador passierte, ist schrecklich. Wir haben so viele Leute verloren. Soweit ich weiß, ist Aethor unser einziger Zeuge. Wenn er also stirbt, finden wir nicht heraus, was dort passiert ist. Ganz genau. Wo kann ich diese Heilerin finden? Auf Colwood Island. Keine Sorge, du kannst Margaret vertrauen. Hallo? Achso. Stehen Sie da nicht nur rum. Kommen Sie her. Wissen Sie, was das ist? Dieser Schlagring gehörte zuerst Commander Lucas. Dann wurde er an Aether weitergegeben. Was in Old Villador passiert ist, das darf nicht wieder geschehen. Wir müssen die Stadt retten, Aiden. Vor der Seuche, vor dem Schlechter und seinen Männern. Was auch immer Sie planen. Okay, aber über Funk sagten Sie, dass Sie Informationen für mich haben. Ja, bevor wir uns darum kümmern, sagen Sie mal eben, wofür brauchen Sie diese Datenbank? Was ist da gespeichert? Ich suche meine Schwester. Was ist mit ihr passiert? Vor langer Zeit hat Walt sie verletzt. Er nahm sie mir weg. Und ich will, dass er mir sagt, wo sie ist. Ob sie noch immer irgendwo am Leben ist, oder... Deshalb suche ich nach der GRE-Kommandozentrale, um dort auf den Servern auf Walts Datenbank zuzugreifen. Also haben wir einen gemeinsamen Feind. Der da wäre? Waltz. Das ist die rechte Hand des Schlechters. Er pumpt seine Männer voll mit Hemmstoffen. Wir können sie beide schnappen. Ich habe sie hergebracht, weil ich weiß, dass sich ein paar GRE-Wissenschaftler in der Stadt verstecken. Wir haben einen von ihnen aufgespürt. Kurz vor dem Angriff der Abtrünnigen. Klingt nicht übel. Wenn ich den Wissenschaftler finde, kriegen wir raus, was er weiß. Wenn er nutzlos ist, finden wir einen anderen. Und noch einen, bis sie die Antworten bekommen, die sie suchen. Warum verstecken sich die ehemaligen GRE-Leute? Sie fürchten den Zorn der Leute. Die Leute sind wütend, weil die GRE die Infektion verbreitet hat. Es ist also wahr, dass die GRE das Virus brachte? Wer sonst? Es heißt, auf ihren Stützpunkten haben sie Experimente durchgeführt. Sie brachten Container aus Harran, bei Nacht und Nebel, damit die Regierung nichts mitbekommt. Und dann brach alles zusammen. Aus Rache jagte man die Wissenschaftler und erhängte sie an Laternenmasten. Und tötete so die einzigen Menschen, die in der Lage waren, ein Heilmittel zu finden. Es gibt kein Heilmittel und es wird nie eins geben, Aiden. Das ist GRE-Propaganda. Also gut, was wollen Sie als Gegenleistung? Was glauben Sie, was ich will? Vielleicht das gleiche wie Sie. Die Stadt hat wieder Strom. Die Abtrünnigen greifen an. Sie haben zum ersten Mal seit Kriegsende unsere Posten im Stadtzentrum angegriffen. Aber es haben sich auch neue Möglichkeiten für uns ergeben. Dank der Elektrizität können wir die größte Antenne im Stadtzentrum in Betrieb nehmen. Auf der Spitze des VNC-Turms. Was? Sie wollen den Schlechter per Funk besiegen? Gewissermaßen. Mit dem Signal erreiche ich eine große Anzahl von Menschen. Die Kommunikation zwischen den Siedlungen wird verbessert, wir können mehr Rekruten anwerben und die Stadt verteidigen. Und es wird einfacher, die überlebenden GRE-Ärzte zu finden, die sie suchen. Okay, das ist die Mission, oder der eine Turm, wo ich versucht hatte rüberzukommen, aber ich nicht hoch genug springen kann. Okay, ich bin dabei. Gut.
Der Schlechter hat einen Grund für seinen Angriff. Ich will sicher gehen, dass diese Stadt sicher ist. Um jeden Preis. Alles in Ordnung, Sir? Mayor wird Ihnen unseren Plan erläutern. Begeben Sie sich sofort zu ihr. Oh, und Aiden. Sie müssen mich nicht Sir nennen. Freunde nennen mich Jack. Okay, Jack. So. Dann mache ich hier einen Cut. Ich muss aufs Klo und wir sehen uns gleich in der nächsten Folge wieder.